Rappelkiste von alten Freunden. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Machst du mal zu Hause Krach, kriegst du gleich Angst auf das Dach. Willst du übern Hasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Diesmal im Treppenhaus, schmeiß dich gleich der Hauswacht raus. Das gefällt mir hier. Jetzt wohnen wir ganz in der Nähe. Und können uns oft sehen. Ja. Du, komm doch zu mir. Mhm. Dann trinken wir zusammen Tee. Aber bring deinen Hocker mit. Mhm. Halt doch die Tasse nicht so hoch! Nickel, wo bleibst du? Warte, ich komme gleich nach! Ja. Nickel, beeil dich! Ich komme ja schon! Wo steckst du? Na komm doch schon! Warte doch, der Tee wird kalt! Ich kann nicht warten, das fährt immer weiter! Jetzt fahr ich schon wieder runter. Wo steckst du? Warte, ich komme rüber. Oh. Schenk mir noch mehr Tee ein. Warum hast du nicht bei der Tasse auf mich gewartet? Ja. Oswin! Ich warte jetzt hier unten auf dich. Hier kommt eine Wohnung. Wo? Wo? Hier, komm schnell. Warte, ich komme rauf. Ich warte jetzt in meiner Wohnung auf dich. Oswin! Ja? Wir treffen uns das ein für alle Mal bei der Tasse. Hast du verstanden? Ja, ich komme! Hilf mir raus! Ja. Oh. Oh. Oh.
Sauer sein. Klingel doch schon. Mein Gott. Wie ihr wieder aussieht, ganz durchnässt. Seit Tagen sehe ich mir die Sache an mit den Kindern von Metzers. Von denen lernt ihr nichts Gutes. Du, das Benehmen passt mir nicht. Ab sofort verbiete ich euch, mit den Metzerkindern zu spielen. Aber Mutti, das sind noch unsere Freunde. Ja, schöne Freunde sind mir das. Zieht erstmal eure nassen Sachen aus. Und dann ab ins Bett. Abendbrot fällt heute aus. Los, beeilt euch mal. Wir dürfen aber trotzdem nicht. Wenn ihr so feige seid, dann spiele ich ihn mit den anderen. Ja, mein Schwätzchen. Vati, dürfen wir wieder mit Klaus und Anita spielen? Nein, ihr habt doch gehört, was die Mutti gesagt hat. Und dabei bleibt's. Diese Metzer-Familie ist ein Schandfleck für das ganze Haus. Sicher muss es Müllfahrer geben, aber so dreckig, wie der Mann sich bei der Arbeit macht, so laufen ja auch die Kinder rum. Aber das sind doch unsere Freunde, die wissen immer so schöne Spiele. Schöne Freunde, frech und patzig. Und grüßen tun sie mich auch nie. Ja, Schätzchen, nein, was ist denn?
Bärbel? Bärbel, schläfst du schon? Nein. Weißt du, was wir machen? Wir treffen uns ganz heimlich mit Anita und Klaus. Aber wenn Mutti das sieht, gibt's wieder Schläge. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht. Ich will jetzt schlafen. Gute Nacht. Guck mal, wir haben Flummi. Oh, komm. Ja, oh ja. Ja. Schätzelein, ich muss doch noch die Wäsche machen. Oh Gott. Ja. Du Mutti, dürfen wir zum Geburtstag von Anita und Klaus? Aber ihr habt doch Stubenarrest. Ach, was ist denn das schon wieder? Pass mal auf den Jungen auf. Guten Tag, Frau Hansen. Guten Tag. Können Walter und Werbe zu unserem Geburtstag kommen? Was für ein Geburtstag? Wer hat denn Geburtstag? Ich. Du? Ja, Mutti. Bitte, Mutti. Ich hab doch gesagt, ihr habt Stubenarrest. Lass mich doch mit meinen zum Geburtstag kommen. Oh, naja, eigentlich habt ihr ja auch recht, ne? Aber kommt nicht zu spät. Ist ja nur einmal im Jahr Geburtstag. Na gut. Ja! So was. Nein, diese Kinder. Hey, was machst du denn hier? Das ist mein Platz. Ich war viel eher da als du. Aber das ist meine Freundin. Deine? Hey, Rübe, du bist doch auch meine Freundin. Mhm. Ratz, guck mal. Das Schiff hat Otto gebaut. Es regnet ja gar nicht mehr. Schiff. Mit meinen Flugzeugen kann Kommt, man fliegen. Wir fahren nach Afrika. Ja, ich bin der Steuermann. Und ich der Kapitän. Hey, du. Mich lass dir ja doch nicht mitspielen. Klar doch. Du bist eben der blinde Passagier. Oh ja. Du hast keine Fahrkarte. Los. Du, du. Storm.
Siehst du? Ich kann ja doch nicht mitspielen. Doofes Spiel. Wieso denn nicht? Das geht nur mit zwei. Hin und her und hin und her. Tja, geht eben nur mit zwei. Du. Siehst du? Ich hab's ja gewusst. Jetzt spielst du nur noch mit dem Doofkopf. Stimmt doch gar nicht. Dann spielen wir eben was zu dritt. Hey, ja. Verstecken. Ich suche. Eins, zwei, drei. Mit dem will ich doch gar nicht spielen. Vier, fünf. Du bist ja noch da. Los, versteck dich. Eins, zwei, drei, vier. Hey, los, hau ab, Ratz. Fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, komme! Kuckuck! Erlöst! Ratz, du bist erlöst! Oh, klasse, Rübe, ja, du hast dich ich erlöst. Hab dich erlöst. Brauchst du nicht wegkommen? Ach, klasse, brauch ich überhaupt nicht sehen. Dufte, Rübe. Erst warst nur du allein, mein Freund, da waren wir nur zwei. Jetzt ist ein neuer Freund dabei. Hurra, jetzt sind wir drei. Erst dachte ich, ich bin ausgetrickst, weil plötzlich da ein neuer ist. Doch Rübe mag mich wie vorher und ich hab einen Freund mehr. Erst warst nur du allein, mein Freund, da waren wir nur zwei. Jetzt ist ein neuer Freund dabei. Hurra, jetzt sind wir drei. Freunde wollen wir sein, dann sind wir nicht allein. Freunde wollen wir sein, dann sind wir nicht allein. Freunde wollen wir sein, dann sind wir nicht allein. Jetzt auch nach Hause. Tschüss, Ulrike. Komm. Hör mal zu, Nicola. Weißt du was? Wir ziehen um. Nächste Woche ziehen wir in eine andere Straße. Kommt die Ulrike auch mit? Nein, die Ulrike kommt nicht mit. Schade, wir haben noch gerade so schön gespielt. Ja, das geht dann halt nicht mehr. Warum ziehen wir denn um? Ich arbeite woanders. Weit weg? Ja, am anderen Ende von der Stadt. Kann ich denn auch meine ganzen Spielsachen mitnehmen? Sicher. Ach, den großen Teddybär? Den großen Teddy kannst du auch mitnehmen, ja. Kommt die Ulrike denn nicht auch mit? Nein, die Ulrike kann nicht mitkommen. Und warum nicht? Weißt du, die Eltern von der Ulrike, die ziehen halt nicht um. Und warum denn? Nicht. Weil Ulrikes Vater noch an seiner alten Stelle arbeitet. Und warum arbeitest du nicht an deiner alten Arbeitsstelle? Die brauchen nicht so viel. Ich will aber nicht umziehen, dann kann ich nie mehr mit der Ulrike spielen. Ja,
Transportunternehmen Knall und Fall. Wir stehen voll zu Ihrer Verfügung. Das Personal ist nicht ausgeschlafen, ist ungewaschen und will ein Frühstück. Hm. Ja, ja, kommen da noch welche? Sie wollten doch zu fünf kommen. Meine Brüder sind krank. Uli, die Männer! Naja, mit der netten Schlepperei. Also das ist diese Bücherwand. Naja, wir haben... Das ist ein fröhlicher Stuhl. Ich werde das Ding dann schon rauskriegen. Ein bisschen auseinanderrupfen. Naja, das kann ich. Jesus, so kommt man nicht weiter. Nettes altes Stück. Langsam. So geht's nicht. Nochmal. Nein, ich kann's nicht sehen. Uli, tu was. Na komm. Meine Blumen trage ich selbst. Ja, wir hätten alles selber machen sollen. Nein, Uli, du musst was machen. Bitte tu was. Ich weiß auch nicht. Du nach vorne. Nein, so, und du nach vorne. Sollte ich denn immer nach vorne? Das Fenster. Ja, aber die Tür ist doch hier. Da ist die Tür. So, Vorsicht, langsam eine Stufe nach der anderen. Absatz, Vorsicht. So, eins, zwei, drei, ist schon vorbei. Mal, Rieke, wie viel Platz hier ist. Wir bauen uns hier hin. Haus. Und ziehen nie mehr ein Leben aus. Und dann können wir auch schön spielen hier drinnen. Komm mal her, Ulrike. Ja, ich setz mich raus und im Haus. Wir müssen uns Papi und Mutti suchen. Und die dürfen uns nicht wissen. Und war das ein komisches Versteckspiel? Nikola, wir müssen doch jetzt fahren. Du musst dich jetzt von der Ulrike verabschieden. Ja. Schluss geht aber nicht mehr. Ich wohne hier und bleibe hier. Da. Da. Sag mal, überlegt euch doch lieber mal irgendwas, was ihr machen könnt, damit ihr euch wieder trefft. Ja. Die Ulrike kann dich doch mal besuchen, wenn du dann. Ja. Nein. Ich mag euch mal was sagen. Eltern haben auch nicht immer recht. Ulrike kann doch in unserer neuen Wohnung übernachten. Ja, ihr müsst euch nur überlegen, wie ihr das machen wollt. Nee, dann nehmen wir eine Luftmatratze mit und ein Deckbett und ein Kissen und ein Laken und da kannst du auf den Fußboden legen, da kannst du schlafen. Und eine Matratze. Und wie wollt ihr euch treffen? Wie machen das denn die Eltern, wenn sie sich treffen wollen? Die Eltern, die telefonieren. Und dann fahren sie hin. Eins, zwei, drei. Du, 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 di. Du, du, di. Hallo, Ulrike. Ja? Hier spricht Nikola. Geht's dir gut? Ja. Du, kann ich dich auch mal besuchen? Ja. Aber wie denn? Mit deinem Auto. Ich hab doch gar keinen, ich kann doch gar nicht Auto fahren. Dein Vater fährt dich hin. Oder du fährst mit dem Autobus. Und wenn ihr kein Telefon habt, dann schreibt euch eben einen Brief. Auf so einen Brief, da steht drauf,
Kannst du mir mal sagen, wie weit das ist und wo du wohnst? Und dann schreibst du es drauf und ich komme. Und dann schickst du es wieder zu mir und dann komme ich. Nicola, verabschiede dich mal von Ulrike. Tschüss, Ulrike. So. Tschüss, Ulrike. Tschüss. Thank you.